In der IP-Film-Dokumentation zeigt sich der wohl berühmteste österreichische Bergsteiger Peter Habeler von seiner ganz persönlichen Seite. Im Jahr 1978 schrieben er und Reinhold Messner Alpingeschichte, als sie gemeinsam als erste Menschen ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, besteigen. Die 45-minütige TV-Doku von Regisseur Stefan Sternhardt widmet sich den weniger bekannten privaten Seiten des Everest-Bezwingers. Trotz seiner alpinen Meisterleistungen in den Hochgebirgen dieser Welt hat Peter Habeler niemals vergessen, wo er herkommt. Das Zillertal ist bis heute sein Lebensziel geblieben, wo er sein Credo der Einfachheit lebt. Das ist gleich, ob das ein 8000er ist, ein 5000er, ein 4000er, völlig wurscht. Die Gipfel haben Kraftblitze.